Ja, die schwebenden Zwerge. So, buddelt einfach mal weiter. Nein, das ist keine gute Idee. Die Idee ist besser. So. Gut, ich habe zwei neue Jungzwerge. Und ich habe genug Marmor, um die beiden Stationen zu ersetzen. Werden die teurer? Oder warum hat der erste 50 gekostet? Okay, das ist jetzt kein Problem. Die 10 Marmor, die kaufe ich einfach. Ich hätte auch einfach warten können, weil da unten ist ja noch Marmor. Ups. Na egal. Das kann ich dann benutzen, um meinen Thronsaal zu verschönern. So. Und hier kann ich auch noch das Gold rausholen. Hier ist wirklich viel Marmor. Das freut den Zwerg in mir. Und 4 Punkte für bessere Kitten. Wow. Gleich mal auf 4800 hoch. Okay. Das bedeutet, ich kann auch keine Rücksicht mehr auf irgendwas nehmen. So, das war jetzt alles an Marmor. Da wäre übrigens wieder Turmalin. Bist du Platin? Ja, du bist Platin. Oh nein, da will ich noch nicht reingraben. Erstmal nicht. Ich hätte jetzt erstmal gerne Trainingspuppen. Die da. Ja, jetzt forschen sie ordentlich. 146. Forschungspunkte. 100. Oh. Jetzt habe ich von oben in dieses Loch reingebuddelt. Ein Ork mit zwei Orks mit einem Wolf? Okay. Ja, kommt ruhig hoch hier. Oh, da ist Titan. Was die Leiter da auch immer soll, ist mir schleierhaft. Und wieder ein Forschungspunkt, sehr schön. Leave me alone! Oh. Komm her. So. Ja. Hier muss noch eine Leiter hin, so. Jetzt klettert nämlich der Wolf da irgendwie hoch. Erstmal Koffein und dann gehe ich auf die Soldatenkultur.
Und ich denke mal, Eisen habe ich mittlerweile auch schon mehr als genug. Wobei, das gebe ich noch gerne am Eisen mit. Da kann ich nämlich auch gleich in den Raum darüber buddeln. So. Koffein. Die Soldatenkultur wird auch den beiden beim Aufleveln helfen. Und hier ist wieder sehr viel Turmalin. Jo, das heißt, hier ist vielleicht sogar genug, dass ich meinen letzten Wissenschaftler upgraden kann. Die Leiter war etwas falsch. So ist sie richtig. Nein, das wird wahrscheinlich nicht ganz an Turmalin reichen. So, währenddessen Thronsaal. Ja. Was hätte ich so an Verzierungen? Turmalinfeuerschalen. Ne, da gefallen mir die irgendwie am besten. Verteidigung. Ich hätte gern Dekorationen. Ich könnte aus Marmor eine Trophäe bauen. Naja. Ich könnte aus Marmor sonst nichts bauen. Hier wirklich Großartiges. Außer den Rubin auf dem Podest. Also würde ich sagen, kleiden wir einfach alles da aus. Also schaffen wir erst einmal das gesamte Zeug hier raus. So gut es geht. So. Dann kann ich nämlich hier alles verkaufen. Erstmal an Steinwänden und Steinboden. Wenn ich hier vorsichtig bin, kann ich auch das verkaufen. So. Genau. Hier einen Marmorkuchen reinsetzen. Wobei auch ein Obsidianboden schön gewesen wäre und Obsidianwände. Aber so ein Marmorthronsaal hat auch etwas Dekadentes, hä? Genau. Und fertig. Müssen wir nur noch wieder alles reinstopfen. So, Militär, Militär. Und trainiert mal schön. Jetzt geht's in Richtung Soldatenkultur. Die haben schon fast Level 20. Er hat schon Level 20 erreicht. Er krebs noch ein bisschen hinterher. Gucken wir mal nach meinen beiden Bergarbeitern.
Die stehen jetzt gerade doof rum. Auch gut. Dann buddelt mal hier rein. Und hier könnt ihr auch schnell frei buddeln. Oh, hier ist so ein Digium im Weg. Auch gut zu wissen. Das Eisen, Stein und so weiter, das lasse ich mal da liegen. Das brauchen wir nicht. Ich möchte jetzt viel lieber hier das Zeug haben. Hier ist sogar noch mehr Gold. Hier nochmal eine Leiter hoch, dass wir doch noch ans Eisen rankommen. Und euch beide gleich mal zu Fernkämpfern upgraden. Weil ihr trefft ja jetzt auch besser, dadurch, dass ich das Fernkämpfer-Upgrade gemacht habe. So. Jetzt wird nur noch die Soldatenkultur und dann können wir Heroismus freischalten. Und ich könnte ja schon mal den Zwergenhort upgraden, dass ich später noch ein paar Soldaten anheuern kann. Dass ich diese 10 Soldaten an Außenposten Dinger auch erledigt kriege. Oh, ist da noch Turmalin? Da ist noch Turmalin. Und hier wäre noch ein Raum. Buddelt mal in den Raum rein. So, hier ist noch ein bisschen was an Zeug. Oh, 2 von den blauen Orks. Die sind ja nicht gerade sonderlich gefährlich, so wie die aussehen. Also Level 11 sind sie nur. So. So, hol mal bitte das Turmalin hier. Und noch mehr Turmalin, sehr gut. Ah, hier ist der Zugang zu dem Ort hier. Oh, ein... Was bist du für ein Schamane? Ist mir eigentlich ziemlich egal, was du für ein Schamane bist. Genau, schalte die Orks aus. Und wir haben genug Turmalin zusammen, um auch ihn hier in einen Spezialisten zu verwandeln. So, jetzt einmal Soldatenkultur. Das heißt, doppelt so viel Erfahrung für die beiden schon mal. Ein